Da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Minecraft. Hier unten immer noch in der überfluteten Mine. Und ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll. Eieiei, das ist jetzt wirklich nicht so geil. Wir sehen von überall das Wasser runtertropfen. Und die Gänge, die einst eigentlich noch begehbar waren, sind es jetzt nicht mehr. Also was genau soll ich tun? I don't know. Da ist alles zu. Hier ist alles überflutet, voll mit Wasser. Und ich weiß auch nicht mehr, wo ich bin. Also es ist alles gerade ziemlich, ziemlich schlecht. Aus Verzweiflung beendete ich die letzte Folge einfach in der Mine. Weil wir sowieso nicht mehr rausgefunden hätten. Und jetzt die legendäre Frage, what the fuck soll ich machen? Ja, das war's schon mal nicht. Ja, also, ich denke, wir könnten eventuell... Oh Gott, okay, Gott sei Dank habe ich noch eine Spitzhacke, ey. Ich muss versuchen, irgendwie rauszuschwimmen, oder? Problem ist halt die Luft. Die Luft ist das Problem. Komme ich da überhaupt bis oben hin? Ich will es nicht riskieren, um ehrlich zu sein. Gab es nicht irgendwie so einen Trick mit einer Tür unter Wasser? Ja, aber das bringt mir auch nichts, wenn ich... Na, das bringt nichts. Das bringt nichts, das bringt nichts. Alles gerade einfach nur Trash. Und ich komme hier nicht mehr weg. Wir sind wirklich genau unter... Ich weiß nicht, wie es überhaupt zu so einer Situation kommen konnte. Ich habe so viel Minecraft in meinem Leben gespielt und sowas noch nie erlebt. Ich meine, hier ist sehr viel Kies. Das ist ja an und für sich nicht so scheiße. Ich wollte immer Kies, jetzt haben wir Kies. Aber auf diese Weise wollte ich ihn nicht... Ja, aber es ist halt überall hier Wasser, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich hier hochbuddel und hier ist kein Wasser. Wir tryen mal was, und zwar ganz vorsichtig. Uff! Ja, so viel zu ganz vorsichtig, würde ich sagen. Ja, wie mache ich das denn, ey? Scheiße! Hier kommt doch eh immer Wasser runter jetzt. Das ist so eine Scheißkombination jetzt hier, ey. Ich komme hier nicht mehr weg. Und wenn ich mich jetzt... Ich könnte mich jetzt natürlich einfach 10 Jahre in eine Richtung buddeln. Und dann wieder hochgehen. Aber, warte mal, okay. Eine Sache würde ich mal probieren. Haben wir Gold? Ja, wir haben Gold. Reichen sind Gold und Eisen das Einzige, was man braucht, um... Oh Gott sei Dank habe ich auch noch Holz hier. Um einen Kompass zu machen, weil dann habe ich eine Idee. Schmelz mal jetzt Gold. Und ich muss in der Zeit mal das Crafting-Rezept für einen Kompass raussuchen, denn ich weiß nicht, wie man einen Kompass craftet. Kompass Minecraft herstellen. Ach so, man braucht nicht mal Gold, man braucht Eisen und Redstone. Ja, das habe ich beides. Perfekt. Warte mal, dann kommst du wieder raus. Eisen bitte. Und dann werde ich mich hier im Untergrund bis zu meinem Spawnpoint, der müsste ja eigentlich auch da sein. Oh Gott, ich hoffe, der Spawnpoint war jetzt wirklich. Ich hoffe, der Spawnpoint war wirklich da, wo wir gebaut haben. Ich glaube aber schon. Ich glaube, wir sind da gespawnt, ne? Ich muss einfach hoffen, dass das irgendwo in der Nähe war und ich das wiederfinde. Wenn ich es nicht wiederfinde, oh, dann muss ich wirklich kotzen. Dann muss ich in meinen alten Folgen nachgucken, ob ich vielleicht irgendwann mal F3 gedrückt habe und nach den Koordinaten gehen. Ich habe mir die leider nicht im Vorhinein aufgeschrieben irgendwann. Aber es ist, ich sehe das jetzt als einzige Möglichkeit, hier mal irgendwie wegzukommen jetzt. Ich komme hier sonst nicht mehr weg. Ich meine, das ist ja cool und geil, hier diese riesige Mine, aber man kann die nicht mehr, leider, nicht mehr wirklich erkunden. So, und jetzt müssen wir auch anfangen auszusortieren. Das Ding ist halt auch spitzhackentechnisch. Da muss ich mir neues Eisen dann schmelzen. Gut, in die Richtung also, ja. Alter! Holy shit, ich habe mich gerade gefragt, was ist das denn für ein Sound? Das ist von dem Soundpack. Immer wenn ich den Kompass auspacke, dann hört sich das an wie so ein Navi-System einfach. Also wie so ein US-Navi. Marine-Ding, ne? Genau. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Heißt das auch einfach Kompass? Ne, das heißt auch anders.
Ich komme gerade nicht ganz genau drauf. Aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine, ne? Wo dieser grüne Strich immer einmal sich die ganze Zeit im Kreis dreht und dann werden irgendwelche Dinge, die im Wasser sind, aufgedeckt. So ein Scanner halt. So, jetzt brauche ich ja sowieso Stein, dann ist das vielleicht auch ganz gut. Wait, bin ich über meinem Spawnpunkt? Oder warum hat der Kompass hier gerade verrückt gespielt? Nee, es geht noch weiter in die Richtung. Wo ist das denn jetzt hier auf einmal? Was ist das denn? Ey, hier muss ich sau vorsichtig sein, ey. Sau vorsichtig. Ja. Ja, und genau deswegen. Genau deswegen muss ich doch vorsichtig sein. Ich gehe einfach weiter in die Richtung. Und mache am besten hinter mir wieder zu, damit kein Creeper auf mich rauffallen kann. Und dann baue ich, dann muss ich mich, ich muss dann hoffen, dass ich mich wenigstens da irgendwie straight hochbauen kann, ne? Ich meine, da ist ja vielleicht auch Wasser dann. Aber ich werde ja wohl mal irgendwie einen Punkt ohne Wasser. What the fuck? Ich komme einfach... Sag mal, was ist denn jetzt... Was ist denn hier los in dieser Welt? Ich komme einfach in... Na, hier in so einer Schlucht einfach raus. Also es wird auch immer wilder hier, ne? Das ist mittlerweile auch mehr Kohle, als ich tragen kann. Ich kann hier nicht mehr mitnehmen jetzt. Auch, sag mal, what the fuck? Ist das Wasser auch wieder von oben, was hier reinfließt? Ja, das ist auch ganz toll. Da kann ich auch nicht einfach hochschwimmen. Gleiches Problem wieder. Das ist doch alles scheiße hier. I mean, ja, wir haben hier... Wir haben jetzt aber wirklich Kies für eine Ewigkeit, ne? Ich meine, wenn diese Situation... Ich kann diese Situation ja dann auch einfach mal ausnutzen und wirklich den Kies abbauen, oder? Das Beste hier raus machen. Immer das Positive sehen, ja? Das ist hier unser Motto. Zäune. Ja, ein Goldbarren brauche ich jetzt nicht. Und einfach mal das ganze Kies hier einsacken. Den ganzen Kies. Das ist doch der Kies. Oh mein Gott. Ich komme mit der Situation hier gerade so krass nicht klar, dass mein Deutsch da schon schwindet. So, damit kann ich auf jeden Fall die Wege aber erstmal bauen. Das ist das Positive. Ich darf jetzt aber halt nicht sterben. Also ich darf wirklich sowas von gar nicht sterben. Ja, das ist auch schon wieder leichter gesagt als getan. Ich meine, hier ist ja jetzt offensichtlich auch Wasser. Selbst wenn ich an meinem Spawnpunkt ankomme, muss ich irgendwie hinkriegen... eine Stelle zu finden, wo kein Wasser runterkommt, damit ich einfach mal mich da hochbauen kann. Das ist krank, das ist wirklich krank. Ja, Steine brauchen wir aber wirklich, wirklich. Mache ich die Feuersteine weg, können wir noch mehr Steine aufsammeln. Ja, ey, ganz ehrlich, Kies und Steine haben wir dann erstmal wieder ein bisschen was auf Vorrat. Aber ich will jetzt nach Hause. Wie so ein richtig langer Schultag, wie so ein 10-Stunden-Schultag. Jetzt möchte man einfach nur nach Hause. Ja, super. Kommt da auch wieder Wasser, oder was? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Überall in diese... Oh Gott, hier ist Lava. In diese ganzen Höhlen. Überall in diesen ganzen Höhlen. Die sind alle überschwemmt von Wasser. Wieso? Thank you.
Ein solches Konstrukt habe ich noch nicht gesehen. Und dieses Wasser kommt ja safe von ganz oben. Ich überlebe das aber nicht. Ich bräuchte Unterwasseratmung jetzt theoretisch auf dem Helm. Ich weiß, dass es diesen Türtrick unter Wasser zu platzieren, dass das möglich ist, aber es bringt mir nichts, wenn das Wasser von oben runterfließt. Ich brauche irgendwas, wo ich die Tür rauf platzieren kann. Vielleicht mache ich es mir auch gerade sehr umständlich und ich hätte das zeitlich geschafft, nach oben zu schwimmen. Hätte ja auch sein können, aber ich will das nicht riskieren. Ne? Wenn du einmal am Ersaufen bist und du bist da in der Mitte vom Wasser, kannst du nichts mehr machen und meine Items sehe ich dann auch nie wieder. Was? What? LOL, ist was? Diamanten? Im Ernst? Dieser Mattenboss-Mod ist einfach ein X-Ray. Ist einfach ein X-Ray-Cheat. Der sagt mir, wenn ich Diamanten finde? Wie awesome ist das denn? Und, das ist natürlich nicht awesome. Ich möchte nicht cheaten, ja? WTF? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Irgendwo hier sind Diamanten scheinbar. Auf welcher Höhe bin ich denn? 12. Ich bin genau auf 12. Hier irgendwo sind Dias. Oh, das wäre jetzt so geil, wenn ich die finden würde. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass das eine Funktion von diesen... Das soll eigentlich nur so ein bisschen Vögel zwitschern und sowas alles hinzufügen. Aber für den... Er macht einfach für den Kompass X-Ray. Das ist schon wirklich cool. So, wir müssen kurz warten, bis das Eisen noch fertig ist. Eine zweite Spitzhacke mache ich mir noch. Dann haben wir erstmal wieder... Muss er hier irgendwie rauskommen. So, das ist Spitzhacke Nummer 2. Crafting Table. Und das und zack. Ja. Ah, nee, warte mal. Den Ofen möchte ich. Okay, where the fuck sind hier Diamanten? Hier irgendwo in der Nähe, oder? Nee, warte, das ist Eisen. Oder meinte er damit nur das Eisen? Oder meinte sie damit nur das Eisenerz, diese Stimme? Ich hab Diamonds verstanden, aber vielleicht werde ich auch schon wahnsinnig, weil ich schon so lange unter Tage bin hier. Sagt er auch nicht mehr, das mit dem Detected. Hier ist Gold. Aber Gold juckt. Gott, wann bin ich denn endlich am Spawnpunkt? Ich meine, jetzt geht er aber mit... Guck mal, jetzt geht er mit jedem Schritt schon weiter. Das ist auch so viel Eisen. So viel... Ey, das ist eine Ausbeute gewesen, diese Tour, ne? Dass man schon sagen muss, gelohnt hat sich's... Grundsätzlich schon. Weiß nicht, wo Diamanten hier sein sollen. Vielleicht ist es aber irgendein Erz. Vielleicht ist es jetzt nicht nur Diamanten, sondern einfach irgendein Erz. Soll ich mal hier einfach tryen? Ich würde hier einfach mal versuchen, irgendwie hochzukommen, vielleicht. Noch mehr Eisen. Ja, ist doch gut. Hier sind ganz offensichtlich irgendwo Diamanten, aber ich finde sie nicht. Beziehungsweise ich suche jetzt. Ich möchte hier nicht alles umgraben, jetzt um die zu suchen. Also wenn jetzt hier kein Wasser ist, dann gehe ich einfach lieber auf der Overworld und suche da weiter. Weil da können wir halt viel schneller laufen. Ganz ehrlich, statt den Schienen, nimm mal lieber doch wieder die Steine hier mit. Und statt vier Leitern auch lieber Kohle.
Noch mehr Eisen. Müssen wir doch gleich mal oben ankommen, oder? Ja, okay, Höhe 40 ist jetzt noch nicht so krass. Ich mach's jetzt aber auch extra in so einem Treppengang. Für maximale Sicherheit. Spitzhacke, die erste Spitzhacke ist wieder gleich im Arsch, aber gut. Wir haben genug Eisen gefunden für so und so viele Spitzhacken. Level 36. Mann, ich brauche echt Dias. Ich könnte schon so geil verzaubern. Aber die Diamanten sind mir nicht hold. Wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, also zumindest einen Verzauberungstisch hätte ich mir schon machen können, wenn ich nicht so dumm in der Lava krepiert wäre. Das gehört ja zur Wahrheit dazu. Mein Gott, sag mal, kommt der... Okay, jetzt kommt der Ausgang. Hier ist nochmal Eisen. Also irgendwie hat das Spiel mich langsam trollen, glaube ich, mit dem... Okay, okay, hier ist Wasser. Hier ist auch Wasser, aber das ist... Das muss jetzt ganz nah... Das muss doch jetzt ganz nah an der Oberfläche sein, oder nicht? Aber wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das? Ist immer so, das ist wirklich kacke mit dem Wasser. Ich will dann auch nicht ertrinken, ne? Vielleicht kann ich hier jetzt direkt hochschwimmen, vielleicht aber auch nicht. Wisst ihr? Ich muss mal irgendwie... Ja, doch, hier kann ich safe hochschwimmen. Also das wäre jetzt ein Witz, wenn nicht. Okay, vielleicht will ich erstmal den Erdblock abbauen dafür. Ach, Gott. Diese ganze Psychose, die endlich vorbei ist, ey. Mach 3 Striche auf dem Kalender, wenn das so ist. Ja, ich komme hier hoch. Okay, where the actual fuck bin ich? Gut, wir sind zumindest erstmal wieder an der Oberfläche. Bei Nacht. Ganz klassisch mit 20 Milliarden. Mit 20 Milliarden Gegnern. Super. Hä? Oh nein. Oh nein. Warte mal. Doch, ja, ja, doch, ich wollte gerade sagen, Alter, oh Gott sei Dank, okay. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir doch irgendwie so vor, als wären wir hier schon am Strand, als wäre hier das offene Meer schon. Das muss doch irgendwo hier in der Nähe sein. Und es ist tatsächlich hier. Oh, danke, danke, oh mein Gott, what the fuck, sorry. Sorry, Alter, wie viele seid ihr denn? Ey, ich muss ehrlich sagen, das Haus bei Nacht, das sieht doch sick aus, oder? Ich finde das tatsächlich ziemlich strong. Das sieht cool aus. Not bad. Okay, wir sind wieder zu Hause. Das war eine lange Reise, aber wir sind zu Hause. Und die erste Amtshandlung ist, ins Bett zu gehen. Eieiei, jetzt werde ich aber für eine Zeit lang nicht mehr Minen gehen. Das war jetzt erstmal eine Erfahrung. Eine Hexe, ja, chillig. Was hier alles chillt, ist schon ganz schön gottlos. So, ist hier überhaupt... Erwarten mich jetzt hier auch Monster oder war hier genug ausgeleuchtet? Okay, sieht gut aus. Boah, aber jetzt mal ohne Witz. Das ist nicht einfach nur geil. Das wird auch direkt mal auf einem Screenshot festgehalten. Hier könnte ein bisschen mehr Beleuchtung sein, wie ich gerade sehe. Ich glaube, das passt jetzt so. Erstmal pennen gehen. Uiuiui. Okay. Das ist nämlich auch das Geile, wenn du am Spawn baust.
Deswegen versuche ich in Minecraft-Welten, wo ich ernsthaft viel Zeit reinstecken will, auch immer. Also ich wünsche mir immer, dass ich am Spawn direkt schon eine gute Fläche habe, dass der Kompass mich immer wieder zurückführt. Sonst weiß ich ja nicht, ne, wie ich wieder zurück nach Hause komme. So, du leg dich mal. Ach, okay, du hast mir direkt mal ein paar Flaschen gedroppt. Ja, klar, warum nicht? Ja, jetzt sind hier 5. Ja, dadurch, dass wir die ganze Nacht dann auch, ne, konnte hier spawnen ohne Ende. Das ist nicht cool. Nicht cool. Einfach nur ein bisschen vorsichtig sein und dann kriegen wir die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir aber ordentlich Arbeit für die Öfen, ne? Ja, ich kann die ganze Kohle auch mal reinschmeißen in die ganzen Öfen, klar. Hier nochmal Eisenerz. Alter, wie viel Eisen wir haben. Ist krass. Ofenkartoffeln mache ich mal da unten, dass man das besser trennen kann alles. Flaschen. Gut. Okay. Geschafft. Erstmal. Die ganze Beute kann direkt erstmal im Ofen schön brennen. Und ich muss mich fragen, was wollen wir als nächstes machen? Gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Der Weg ist fertig, der Weg zum Haus. Der Strand ist erstmal so okay. Da kommen natürlich später dann noch andere Sachen. Ach ja, richtig, die Umrandung des Weges. Ja klar, die Umrandung. Jetzt, wo wir auch wieder Steine haben für Half-Slabs, würde ich sagen, machen wir die Umrandung als nächstes noch. Damit dieser Weg dann quasi auch erstmal durch ist, komplett. Das dürfte auch hoffentlich reichen. Ansonsten kommen wir einfach nochmal wieder, ist auch nicht so schlimm. Genau, das hier war so ein Ding. Das hätte ich gerne aus Stein. Scheiß Gras hier. Kann ich richtig bauen, Mann. Mann!